Herzlich willkommen hier mitten aus World of Tanks. So, wir drehen halt wieder ein paar Ründchen mit Onkel Erik und Onkel Bruce. Stufe 8. Guten Abend. Sagst du auch noch Hallo, Bruce? Sag Hallo! Rauch. Hallo? Rauch, ich bin Bruce. Wir haben so ein eingekaufter. Meine Runden waren bis jetzt relativ gut. Jetzt ist es die Zeit angebrochen, wo sie beschissen werden können. Also starten wir die Aufnahme. Ja, jetzt geht's los. Gesundheit. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Corona Zeit. haben wir auch am Start heute. Am Start. Ja. Aber Leute, macht euch So, ihr nicht so habt viel schon. Sorgen. Was wolltest du sagen, Bruce? Ach so, ihr habt schon Konzert drin. Okay, sag doch was, Mensch. Ich dachte, Man ich versteht war dich das nicht, du euch. Russe. Ah. Okay. Oh, shit. Nee, macht euch nicht so einen Kopf, Leute, weil die Mortalitätsrate bei Corona ist so hoch wie bei einer normalen Grippe. Also, wenn die Pandemie jetzt am Start ist, mein Gott, wenn es euch trifft, ganz ruhig bleiben, begebt euch ins Krankenhaus. Ne? So. Eins, zwei, drei. Okay. Nee, ich glaube nur 2% sterben. Okay, wenn du jetzt zu den 2% gehörst, ist natürlich auch doof. Ja, also wenn du Ne? nur geschult Schrott ist von Kettenrauchen, dann sieht es schlecht Also, aus. Ansonsten eine gesunde passt Lunge es. müsste es wegstecken können, eigentlich. Ja. Okay, das war der medizinische Teil des Abends. Jetzt fangen wir an mit World of Tanks. So. Ja, schön, dass Erik seine Panzer mal anmalt und die zusätzliche Tarnung nutzt. Ah, warte mal, ich muss mal die Namen Das Höchste aktivieren. beim UU bei so einem Rückhauen ist eigentlich ein Tarnungsfeuerkratzer. Ist das so sinnlos wie sinnlos, Junge? Aus Prinzip, Nichts sind halt. Prinzip, das ist erschossen Dann bei hast so du einem 2 Meter. Hochhaus, das nützt dann Nee! Scheißdreck. Das sind Was dann will ich vielleicht nicht mich mit dem 2 verstecken? Vor Meter. der Arti oder was versteckt, oder wie? Ja, richtig, Oh, richtig. Alter, du hast wieder einen Sinn drauf. Okay, wir sind wieder mitten im Fachgespräch von World of Tanks. Oh, da ist ein EBR. Oh ja? Ich fahr mal mit dem So Chef mit, ein ha? Stuss. Hochhaus tarnen. Erik, du hast aber einen großen Popo. Er gibt mir 330, ich treffe ihn gar nicht. Ah, oh, wie kommt's? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, weil er zu langsam ist. Das könnte es sein. Das könnte es sein. Okay. Ich gehe ja schon. Ich So, war's nicht. Live Zuschauer. Gameplay Mach. Mein lieber Kamerad, ne? Der versucht mich hier. Entschuldigung. So, jetzt. Jetzt geht's los. So, der EBR hat mich schon bearbeitet. Ich bin raus. Oh, guck mal, da geht's Futter. Eine IS-3 nehme ich immer dankend mit. Ich kann niemandem raten, dieses Spiel zu spielen, wenn ihr es noch nicht spielt. Also dann würde ich es auch nicht runterladen. Es macht süchtig, es kostet ein Scheißgeld und es ist unbalanced. Bist selber schuld, wenn du Geld ausgibst. Habe ich nicht. Musst du gerade sagen, du hast ja gerade eine EBR gekauft für Gold. Das war vorhin im Schwarzmarkt vor ein paar Tagen, du Ja Nase. und, für Gold. Gibt's Gold geschenkt Ja, oder mein was? Bam! Ich geb's dir, Baby. Wie ihr seht, selbst der Kommandant ist schwach geworden. Ja, Greift in die Knappe. Ich schäme mich dafür, ich schäme mich dafür sehr. Wir werden noch ein zweites Wort reden müssen. Außerdem die Klappe halten, weil meine Frau was angucken. Eben, seid mal still, Bruce. Was? Was? Was ist mit deiner Frau? Die guckt Fernsehen. Guckt Fernsehen. Ja, aber mit ihr, ne? Muss man gucken, was Priorität hat, Fernsehen oder Spielen. Wenn die Frau Fernsehen guckt, dann hat dieses Spiel ausgesorgt. Ja, dann ist zweitrangig. Seht ihr, Leute, der LP, der schmeckt nicht, ne? Der riecht nicht. Ich habe dem EBR noch eine gegeben und er hat es so verdient. Er hat es so verdient. Leute, wenn ihr EBR-Fahrer aus dem Real Life kennt, ne, nehmt die Bratpfanne, schlagt zu. Soll jetzt kein Aufruf zur Gewalt sein. Ich glaube trotzdem, ich verlagere mich mal. Die brechen Ganz da oben wichtig. durch, die Mates. Seht ihr das, Leute? Auf A8. Ja. Ja, Kiel, wenn du die mal supporten würdest, dann würden wir doch nicht durchbrechen. Ja, ich fahre ja, ich komme ja schon. Ich wollte halt mal einmal mit dem Chef fahren. Ich wusste ja nicht, dass es so in die Hosen geht. Ja, Chef, das haut nicht hin. Nee. Er ist konzentriert. Oh, Was hast du? Mist! Speck geschossen. Legt euch nie mit dem EBR an. Das ist der stärkste Panzer im Spiel. Oh Mann, ey,
Warum muss ich immer so viel essen? Ja. Könnten wir die Runde bitte gewinnen? Wo ist Erik? So, der Patriot ist am Start. Ich glaube, die kommen da hinten. Und wäre es jetzt ein Fehler, ganz vorzufahren. Wie du das kommentierst. Ja. Man kann nur lernen. Ich will ja ein bisschen was mitgeben an meine Zuschauer. Absolut richtig, Kiel. Ja. Ich weiß, mein und Bruce tot. Ist da und tot und okay, jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen. Seht ihr das? Gut, dass ich mir manchmal selber nicht glaube. So, jetzt ist er in seinem Element. Oh, ja, genau. Pisser, Golden Bastarde. Marty, komm, mach deinen Job, Mann! Und ich, Vollidiot, hab HE drin. Ho, 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 ho. Ich baue uns ein Brugetto. Habt ihr das gesehen, Leute? Okay, die lernen jetzt mal richtig mal einen Patriot kennen. Ich bin im Kampfmodus. Na komm. Oh, sie sind weg! Nein, die Sau kommt doch von hinten! Na du... Das war ein Russenleit, habt ihr gesehen? Und schon bauen sich. Das ist jetzt nicht wahr. Habt ihr das gesehen? Russenleit, ne? Ich sag jetzt nichts dazu, ne? Dreimal gebounced oder zweimal. Bei dem anderen Leit wäre das nicht passiert. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Gut. Aber ganz weit. Ganz weit, ja. Das hättest du sehen müssen. Du kannst das Replay gerne oder warst auf mir drauf. Kannst es gerne im Nachhinein angucken, ey. Ich bin dreimal an diesem scheiß LP gebounced, ne? Ja. Russenleit, ne? Ja. Nein, hat damit nichts zu tun. Nein, hat damit jetzt überhaupt nichts zu tun. Nein. Nein. Sancho Pancho mit seiner 49% Sieben, ist egal. Gut. Ich hab den auch in der Garage, ja. Ich fahre ihn noch nie, ich mag keine Russen. Also keine Russenpanzer. So. Ja, aber das 34U fährst du doch, weil es OP ist. Ja, ne? Das ist was anderes. Ja. Ich bin ja auch irgendwo käuflich, ne? Ein bisschen käuflich bin ich schon. Aber echt, das hat man jetzt echt krass gesehen. Ich bin wirklich dreimal an diesem scheiß EP gebounced. Naja. Schwamm drüber, weiter geht's. Ab ins nächste Gefecht. Ich krieg nie die Credits zusammen, irgendwie kommen nur so 30.000 jedes Mal rum. Auf was sparst du denn, Bruce? Den Indien-Panzer, gell? Ah, ist der so teuer? Millionen! Dann muss ich noch die Umschulung machen und wieder 100.000 weg. Dann muss ich und wieder 50.000 weg und immer so weiter und immer so weiter. Dieses Spiel, das ist nichts für arme Leute. Dann die Umschulung noch. Frag doch mal das Arbeitsamt, vielleicht kriegst du es gefördert. Oh Mann. Okay, Leute, der Wald ist nicht genug. Wir fahren gegen 10er. Wunderbar, läuft. Wunderbar! Gibt's EBRs? Oh ja, ein 8er EBR ist auf jeden Fall dabei.
Aber wir haben keine Russenlights. Doch, doch, Tieren 100 LT. Gut, ich geh mich versenken, ey. Wir können es leider nicht versenken, weil der Clan-Kommandant dabei ist. Wir würden gerne noch im Clan bleiben. Deswegen benehmen wir uns. Aber sonst würden wir eigentlich irgendwas jetzt hier rechts versenken, ja. Ach Mann, was sollen wir denn machen? Ich weiß nicht, wir tun so, als hätten wir Legs und fahren einfach ins Wasser. Macht Erik ja auch. Warte mal, ja. Aber sorry. Legs. Das nenne ich Gameplay. Das ist Gameplay. Da ist auch schon der Light. Ja, da wird gejubelt. Okay, ihr müsst die Schüsse machen. Entweder sie treffen oder sie treffen nicht. Ja, das sind Sprüche, die sind so blöd. Hört ja keiner aus. Der steht im Busch. Wirklich ist was im Busch. Da steht er. Im Busch. Da ist der Busch. Mein Gott, was ist mit meiner Kanone los? Ich schieße überall hin. Nur nicht dahin, wo du sollst. Oh Gott! Natürlich ist der EBR da. Natürlich. Oh, EBR Alter. Geht direkt nach 400er. Ich hab schon keine Lust mehr. Also seitdem wir die EBF eingeführt haben, ist das Spiel eigentlich Schrott. Und wir hatten doch eigentlich auch vor, aufzuhören, das zu spielen. Ja, aber du willst ja nicht. Wir finden keinen vernünftigen Ersatz momentan, ne? Ja, wir haben das Tarkov mal überlegt, um mal ein bisschen Cross-Promotion zu machen, aber eben scheinbar ist es zu kompliziert für uns alte Männer. Ja, mit dem Laptop macht das nicht mal mit. Ach so, du hattest technische Probleme, stimmt. Ja, ich hab das ja geprüft, das wird nichts. Was macht denn die IS-3? Und am Wald, da geht's wieder ab und ach nee. Es wird immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer. Ja, die IS-3, die müsste eigentlich von unserer Art hier rausgejodelt werden, aber... Himmel, jetzt triff halt! Ja, ist gut, Lanzen. Ich liebe Wikinger. Erik, nicht falsch verstehen. Sie jodeln uns. Oh, ja, jetzt kommt der Russenleit. Hier kommt dann noch irgendwie. Nein! ja. Uiu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 
überwiegend vom Panzerkampfwagen 7 auch und vom E50. Ich habe sogar Goldmuppeln, habe ich abgewehrt. Nicht schlecht. Mit dem Teil. Ah. Der ist schon bouncy, also selbst gegen Stufe 9. Und wieder verloren. Hey, das macht Spaß. Das ist so ausgeglichen und spannend. Mm. Das Beste ist, ihr könnt das Spiel kostenlos runterladen. Kostenlos? Nein, echt? Ja! So ein gutes Spiel kostenlos? Und dass ihr euch nicht erhängt, kriegt ihr immer eine kleine Belohnung. Jawohl. Das kriegt was haut in Wargaming raus. Ach, ich muss da nicht so lästern. Jetzt werde ich noch gebannt hier. Okay, wir haben Spaß, merkt ihr das? Nochmal ein dreistufiges Matchmaking, okay? Bitte Low Tier. Ich bestelle das jetzt. Okay, hast du kein angepasstes Matchmaking? Ich habe eine angepasste Unterhose, aber Matchmaking ist mir nicht bekannt. Hast du den E25 oder den M10? Warte mal, ja, M10, was ist das? Ah, ich kenne den, der kommt mir bekannt vor. Das ist der Panther. Ach, nee, ich habe nur den 5er M10 TT. Weil dann kommen wir nur gegen 8er maximal. Ich habe den nicht, den Panther, den habe ich nicht geschafft. Ich spiele nur ab und zu. Dafür aber regelmäßig. Das war ein geiler Widerspruch in sich, aber egal. Wer Deutsch kann, hat es jetzt rausgefunden. Wenn ihr euch über das Knirschen wundert, das sind nicht meine Knochen, ich esse einfach ein bisschen Zwieback. Knäckebrot. Es könnte was werden, oder Jungs? Ich fahr mal da auf die Scholle da links. Hui. Der Sound von diesen Doppelrohrteilen ist schon geil, ne? Ja. I want to break free. In einem, der hat eine interessante Posi bei uns. Komm mal nicht durch. Oh, der IS-2. Oh! Ja, also kann einer von euch hier mitkommen, dann könnte ich hier hinfahren. Aber wenn da keiner mitkommt, bin ich allein. Also. Nö, ne, der IS-2, der schießt mir dauernd den Arsch. Ich glaube, ich höre erstmal auf der Runde auf und esse was. Es wird nicht mehr besser. Bewegst du mich jetzt hier kurz? Hau da lieber ab. Oder fahr nicht weiter vor. Doch, macht Spaß. Gutes Spiel und Teammates blicken durch, sind intelligente Menschen. Hallo. Der Jackson hier, die wissen, wie es läuft. Hey, Baby. You know what I mean? Oh, das sind so viele. Oh, die wollen alle was von mir, Kiel. Was ist da los? Ich weiß nicht. Du bist so attraktiv. Ein Mit-40er in den besten Jahren. Fahren wir weiter. Okay, jetzt seht ihr den Tiger 1 im Einsatz. Nein. Oh yeah. Bin tot. Hat Spaß gemacht. Komm raus, ne? Macht's gut. Nur erstmal was essen. Kann was machen. Jo. Wir bedanken uns fürs Mitfahren. Jo. User disconnected from your channel. Ah. Wirkungstreffer. Funkgerät getroffen. Wir können fast keinen
Nee, das ist mir zu crossig hier. Ich bin kein Top-Tier. Ich habe keinen Bock, gegen Defender und Brogetto zu kämpfen. Nee. Ja, dann fahren wir vor, Master Blaster. Blaster. Du blowst dir doch ein. Boah, der kennt aber auch keine Freunde. Was ist denn hier nie? Boah, wie sie alle in den Tod fahren. Jo, toll. Echt toll hier. Bin begeistert. Motor wurde beschädigt, er zieht nicht mehr. Wenn du einfach siehst, dass du keine Chance hast, beim Defender durchzukommen. You have some fun. Ich glaube, dass da von hinten gleich jemand kommt. Wegen Defender habe ich eh keine Chance, also werden wir hier mal aufpassen. Nee, Hellcat hat sich rüber verlagert. Oh je. Und schlussendlich drückt man dann auf die Gold-Taste, in der Hoffnung, dass man überhaupt was geschissen kriegt gegen den Defender. Jetzt habe ich ihn mal penetrieren dürfen, jetzt nimmt er mich aber raus. Der ging nicht durch. Kannst du noch durchhalten, ich bin auf dem Weg. Hm. Sieht schlecht aus. Ja, ich sehe es gerade, hey Gott. Ich glaube, ich drehe gleich wieder rum. Ja? Ja, ja, hat keinen Sinn. Jetzt. Spielspaß pur! Im Tiger gegen Defender, aber einmal durfte ich ihn penetrieren. Immerhin. Hattest du noch zu tun oder warum kamst du jetzt auf die Idee? Erst. Ich habe jetzt erst wirklich runtergeschaut. Ah. Was heißt wirklich runtergeschaut? Ich habe vorhin noch ein Bruschetto gesehen bei dir eigentlich. Mhm. Deswegen wundert es mich gerade ein bisschen. Wo ist denn jetzt die Hellcat hin? Irgendwas hat mir gerade aufgemacht.
Fuck. PT. Oh, kam der von hinten und der. Ach, der MT wurde rausgenommen von dem. Mhm. Ja, scheiß drauf. Kommst du raus? Mhm. Jo. Ich glaube, wir beenden auch mal die Aufnahme. Es wird nicht besser heute mit Matchmaker. Obwohl ich auch nicht immer alles darauf schieben möchte, aber wenn du halt gegen einen Defender spielst, ist manchmal echt schwierig. Ja. Dann vorhin gegen Zehner. Ich glaube, es reicht. Okay. Das ist der ganz normale Alltag halt in World of Tanks. Tja. Okay, bis die Tage, Leute. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.